Ich begrüße euch in meiner Traumdeutung. Mein Name ist Andrea Susanne Medici. Wir Menschen haben Träume. Oft haben diese Träume keine Bedeutung, weil unser Gehirn verarbeitet die täglichen Eindrücke. Manchmal bekommen wir Botschaften und das durch Traumbilder unsere Seele spricht. Oder kommt es von oben? Die Traumbilder entstehen von der Energie von Neptun und unser Mond vermittelt uns weiter. Und ich bitte euch, wenn ihr wichtige Träume habt, schreibt mir und dann befindet sich meine E-Mail-Adresse, aber bitte mit Nichtname, weil ich möchte das anonym behandeln. Und ich habe wieder einen Traum erhalten und Wasserfee hat mir die folgende E-Mail geschrieben und ihr Traum erzählt. Ich lese das vor. Ich habe wieder mal einen Traum gehabt letzte Nacht, den ich sehr speziell fand und ich wirklich nicht weiß, was er zu bedeuten hat. Er geht folgendermaßen. Ich will nach Australien. Ich war noch nie dort und im realen Leben habe ich nicht diesen enormen Wunsch verspürt. Mit dem Schiff. Offensichtlich habe ich ein eigenes Schiff. Ich habe im realen Leben keine Bootsprüfung. Also fahre ich mit dem Schiff los und es sind einige Begleiter bei mir, die ich zum Teil nicht kenne. Leider erinnere ich mich nicht mehr daran, wer alles dabei war. Plötzlich sehe ich eine riesige Welle, sicher über 15 Meter hoch. Ich weiß, dass diese Welle mein Boot völlig überragen und überdecken wird. Aber ich weiß, ich muss da durch und bin völlig furchtlos. Ich weiß, dass dieser Moment der Überflutung der Welle unangenehm sein wird und die Leute rund um mich herum alle Angst haben, aber ich weiß, dass er gut gehen wird. Und ich halte an meinem Kommando fest. Während die Welle über unser Boot donnert, sehe ich nichts mehr, nur das Wasser und die Angst der Leute auf dem Boot. Dann ist es vorbei und die Sicht auf dem Meer ist wieder klar. Die Leute möchten umdrehen, aber ich nicht, denn ich weiß, ich will dort ankommen. Die Leute um mich herum warnen von einem Tsunami. Ich sage ihnen, wenn ihr nicht mitkommen wollt, dann gehe ich alleine. Ich habe kein Problem, wenn ihr zurückbleibt. Ich fahre weiter und es kommt wieder eine riesige Welle über mich. Ich weiß, es wird wieder gleich sein wie vorher und ich muss da durch. Es ist ein ähnliches Gefühl, wie man im Meer schwimmt und plötzlich überrollt einem eine Welle und diese paar Sekunden verliert man die Orientierung, aber dann sieht man wieder klar. Während diese Welle über mich ist und ich die Orientierung verliere und warte, bis alles vorbei ist, wache ich abrupt auf. Aber bei Aufwachen bin ich nicht in Panik, ich bin nur aufgeregt. Ich weiß, dass dieser Traum mir etwas sagen möchte. Vielleicht bringst du mir hier Licht ins Dunkel. Mir ist dieser Traum klar. Ich habe diese E-Mail gelesen und mir war das völlig klar, was dieser Traum bedeutet. Als erstes, die Ziel ist Australien. Wie sie sagte, sie hat nicht dieses Gefühl, dass sie unbedingt nach Australien möchte, aber Fakt ist, als Kontinent ist weit von uns entfernt. Und diese Reise nach Australien mit einem Boot, mit einem eigenen Boot, ist weit und kann auch gefährlich sein. Ich betrachte Australien als Ziele. Das heißt, Wasserfee, so nenne ich mal als mit Nickname, sie hat hohe Ziele, weite Ziele.
Sie weiß auch, dass es nicht einfach ins Ziel anzukommen und dass sie das alles alleine steuern muss. Sie fährt alleine im Boot, beziehungsweise sie hat Begleiter, das ist die Umgebung, die Umfeld, also die ist nicht einsam, aber sie steuert dieses Boot. Das heißt, das Ziel ist Australien, die Ziel ist weit. Die Menschen haben Angst, solche Ziele zu erreichen und drehen lieber um. Angst, dass das Hindernisse kommen, das sind die hohen Wellen. Und sie bleibt ganz stark in diesem Glauben, was sie befestigt hat. Sie weiß ganz genau, sie kommt durch, die dreht nicht um, die hat keine Panik, die hat keine Angst. Und sie weiß ganz genau, dass eine Welle kommen kann und das sind die Hindernisse im Leben. Und sie weiß das auch, dass sie ins Ziel ankommt. Und dieser Traum zeigt an, erstes Mal, dass sie inneren Kraft hat. Dann, dass sie von sich selbst überzeugt ist. Dann, dass sie überall durchkommt. Und auch wenn anderen umdrehen und Angst haben, sie bleibt dabei, ihr Weg zu verfolgen. Und ihr Ziel ist symbolisch Australien. Also weite Ziele. Und sie weiß ganz genau, sie wird in Australien landen. Das heißt mit anderen Worten, sie kommt ins Ziel. Und sie will nicht nach hinten schauen oder umdrehen. Das will sie überhaupt nicht. Und wenn die Menschen damit nicht klarkommen, sie bleibt trotzdem einsam an ihren Willen. Es ist eine starke Wille. Es ist eine innere Kraft. Es ist die Überzeugungskraft, auch dass sie alleine fähig ist, diese Wellen überstehen. Und sie hat keine Angst davon, das ist das Wichtigste. Also die anderen haben Angst. Sie hat keine Angst. Die spürt, es muss etwas jetzt kommen. Die Traum sagte, es kann passieren, dass eine zweite Welle kommt. Das sind die Hindernisse im Leben. Aber die Traum zeigt an, das kennst du schon, die Situation. Bis jetzt hast du das auch bewältigt, also das wird nicht schlimmer sein. Also diesmal bewältigst du das auch. Also bleib stark, kann nichts passieren. Du weißt, das ist nur ein Moment. Und das Wasser beruhigt sich und du siehst klar. Im Augenblick hast du vielleicht keine Orientierung. Oder du spürst, dass das Schwierigkeiten kommen in deinem Leben. Aber es ist nicht schlimmer, als du das von der Vergangenheit schon kennst. Wichtig ist, dass du so bleibst, wie du bist. Die erste Welle hast du auch überstanden. Warst auch nicht im Angstzustand. Du hast die Boot gesteuert, sogar ganz alleine. Und du weißt, du bist davon überzeugt, es wird vorbei sein und dann siehst du klar und deutlich und die Wasser beruhigt sich. Und jetzt vielleicht ahnst was oder spürst es, das könnte sein, dass eine zweite Welle kommt, aber die Traum sagte, keine Angst davon, du kennst es schon, du hast schon mal das bewältigt und das dauert nicht lange, das ist vielleicht ein paar Sekunden und dann ist das vorbei und du steuerst das Boot weiter bis Australien, bis dein Ziel, weil mir zeigt dieser Kontinent nichts anderes. Die hohen Ziele. Also die Traum sagt mir klar und deutlich. Du hast Ziele, du willst es erreichen, du befindest dich in diesem Weg. Manche sagen vielleicht, oh, das ist gefährlich oder hast du keine Angst davon oder wollen sie dich vielleicht abraten davon und du bist davon fest überzeugt, dass du deine Ziele erreichst. Es ist nicht einfach, die Wellen zeigen an, da sind auch Hindernisse oder Schwierigkeiten im Weg, aber du bist von dir selbst überzeugt,
dass du diese Schwierigkeiten bewältigen kannst. Und das ist nichts Neues, weil in Vergangenheit hast du schon mal das bewiesen. Das zeigt die erste Welle, also du hast das schon erlebt. Du weißt, du kommst da durch. Und mit diesem Einstellung, mit diesem inneren Kraft, weißt du ganz genau, du kommst überall im Leben durch. Abgesehen davon, dass diese Reise im Schiff, im Meer, ist nichts anderes wie unser Leben. Das ist ein Symbol dafür, so könnten wir unser Leben vorstellen, dass wir in ein Meer befinden. Wenn wir unsicher sind, wenn wir ängstlich sind, da kommen die Wellen. Wenn wir die Ruhe bewahren, die innere Ruhe, dann ist das Wasser, was auch unseren Gefühlen symbolisiert, ist eben still. Dann können wir unser Boot steuern in die richtige Ufer. Wir müssen nur orientieren. Und zur Orientierung brauchen wir Ziele. Dann wissen wir, wo wir ankommen möchten, wo wir landen möchten, wo uns dann dieser Ufer gibt, was uns Sicherheit auch gibt. Und du hast dieses Ziel, du nennst es Australien. Wie du schreibst, du hast nicht dieses Wunsch unbedingt nach Australien. Aber mir das zeigt symbolisch, das ist so weit, ein unbekanntes Land. Und das beschreibt dein Leben. So sind deine Ziele. Die sind noch unbekannte Möglichkeiten. Oder noch für dich noch etwas Neues, was dich begeistern kann. Aber das zeigt mir auch die Weite, zeigt mir auch die hohen Ziele. Und so würde ich diesen Traum deuten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Eure Dendera.